Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Patchwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Video auf diesem Kanal und bei einem besonderen Video außerhalb der Reihe, denn es geht nicht darum heute, dass wir eines der bestehenden Projekte weiterbauen, sondern wir schauen uns heute mal was Neues an, was erschienen ist, und zwar weit weg von hier, nämlich in Japan, um genauer zu sein. Denn ihr wisst ja, ich habe ja, ja diverse Projekte aus Japan am Laufen, die Arcadia, die Akagi und die Spaceships aus der Starblazers-Reihe. Und ja, Hachette Collections Japan hat was Neues auf den Markt gebracht, was ich, kann man sagen, oder was ich nennen würde, als bezeichnen würde, als Nachfolger der Akagi. Da sind wir ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Ausgabe 100 von 110 raus, also da wird es Zeit für Nachfolger. Und das ist er höchstwahrscheinlich, der jetzt als nächstes, der Nachfolger, der jetzt herausgekommen ist in Japan. Und zwar die hier, die Musashi, ein japanisches Kriegsschiff, welches ab sofort im Handel in Japan erhältlich ist. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, natürlich, wenn ich sowieso jede Woche in Japan bestelle, dann auch mir die erste Ausgabe direkt mitzunehmen. Genau, darum soll es gehen. Ich habe mir natürlich diese Ausgabe besorgt, um sie euch zu präsentieren. Vorweg, nein, dieses Projekt wird nicht weitergebaut. Ich möchte euch diese Ausgabe nur einmal präsentieren, das Projekt an sich präsentieren und ein bisschen Meinung sammeln, natürlich genauso, wie ihr das ganze Projekt so findet. Aber ganz wichtig, das Projekt wird nicht weitergebaut hier auf diesem Kanal. Die Japan-Projekte sind schon ausgiebig genug, das muss ich ganz klar sagen, auch finanziell natürlich. Und deswegen freue ich mich, dass das in nächster Zeit ein bisschen weniger wird. Und deswegen, auch wenn es vielleicht nicht ganz uninteressant ist, trotzdem am Ende muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir schauen uns mal das Projekt an, würde ich sagen. Ein Multifunktionsmodell im Maßstab 1 zu 250 wird das Modell werden, wenn es dann fertig ist in längerer Zeit. Und wir schauen mal rein, was uns das Ganze so bringen würde, sage ich mal so. Da ist sie nochmal, die erste Ausgabe, wie ihr hier schon mal sehen könnt, in diesem in der schicken Box, wie immer, ne? Sehr schick auf jeden Fall, wie man es ja schon kennt. Und wir können es aufklappen, da seht ihr schon die ersten Teile, große Teile vor allem, die wir gleich bekommen werden. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an, was das Projekt so kann, wie die ersten Bauteile aussehen, und dann geht gleich weiter. Bis gleich. So, ihr Lieben, und da haben wir es auch schon liegen, die erste Ausgabe auf meinem Tisch von der Musashi. Ja, ein schickes Büchlein, würde ich schon fast sagen, wie das Ganze ja in Japan immer in den Handel kommt. Coole Sache. Und ja, dieses Modell, ein japanisches Kriegsschiff, soll gebaut werden in diesem Projekt. Ausgabe 1, jetzt seitdem offiziell, glaube ich, seit ungefähr seit dem 16.8., jetzt weiß ich es wieder, auf dem Markt ist. Und ja, das Ganze geht jetzt an den Start. Ein Multifunktionsmodell mit Lichteffekten, Soundeffekten, beweglichen Teilen, wie wir es halt kennen. Übrigens anscheinend in Kooperation mit dem Hersteller Kyosho, welcher für ferngesteuerte Modelle, nenne ich es mal, bekannt ist. Also auf jeden Fall auch interessant. Und ja, wie gesagt, im Maßstab 1 zu 250, da wird mindestens einer meiner fleißigen Zuschauer wieder auf die Barrikaden gehen, der unter jedem Video mindestens einmal schreibt von der Akagi, dass es ein geiles Modell ist, aber in dem Maßstab halt blöd ist. Und nicht, warum das nicht 1 zu 200 ist. Ja, jetzt gibt es noch etwas zum Diskutieren. Hier ist wieder 1 zu 250, ungefähr gleiche Größe, 1,5 Meter. Auch für die Musashi. Und ja, da gucken wir rein. Hier sehen wir auch schon direkt Bestellmöglichkeiten bzw. Abo-Geschenke, wenn man bestellt. Und zwar gibt es hier anscheinend eine Art, ja, das sieht so nach Bauplänen aus, die man bekommt. Auch interessant. Natürlich keine Originalpläne, aber Nachdruck irgendwie davon. Sehr cool. Eine Schraubbox, ja gut, wer es braucht. Eine DVD mit einer Doku wahrscheinlich zu dem Schiff, würde ich mal jetzt mal so tippen. Ein Flieger ist mit dabei und eine schicke Namensplakette in einer Art Podestform. Auch nicht schlecht, finde ich. Nicht schlecht. Und hier bestimmt das Premium-Abo, wo man am Ende der Serie wieder, wie gewohnt, wie man es ja schon kennt, eine Vitrine bekommt.
Ja, und dann gucken wir mal rein. So soll das ganze Schiffchen aussehen. Ist ein bisschen besonders, weil wir hier nicht nur ein normales Schlachtschiff haben, sondern hier gerade insbesondere hier im hinteren Bereich so eine Art ja, Flugdeck, nennen wir es mal, haben. Für Flieger mit dabei, auch cool. Ansonsten, so soll das ganze Modell dann aussehen. Und ja, hat auch, wie man sehen kann, diverse Funktionen. Natürlich haben wir wieder einen Metallrumpf. Wir haben die Geschütztürme, die sich bewegen lassen, drehen lassen, aber auch Soundeffekte hervorgehoben sind. Also ich glaube, alle drei Geschütztürme, die drei großen, aber auch die beiden seitlichen Geschütztürme, genau, drehen sich genauso. Die Rohre haben die Höhenrichtung, Soundeffekte, alles mit dabei. Ein bisschen vergleichbar mit der Bismarck damals. Dann, ja, Metallrumpf. Ob das Deck ein Holzdeck sein wird, weiß ich nicht. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, aber naja, man wird sehen. Auch die kleinen Kanonen sind wohl ein bisschen beweglich, entweder manuell oder fernsteuerbar. Das wird sich zeigen, aber auch hier mit Soundeffekten. Wir haben hier die Drehhaube obendrauf, ist beweglich. Lichter, die Scheinwerfer an der Seite sind beleuchtet. Was das ehrlich gesagt ist, kann ich mir nicht erklären. Irgendwelche Dächer, die man hier drüber legen kann. Keine Ahnung, ob das so war damals. Wenn dem so ist, auch spannend. Mal was anderes, die wir da haben. Ein paar Flieger sind mit dabei, Boote sind mit dabei, wie man sehen kann. Wir haben auch einen Blick in den Maschinenraum. Haben wir hier einmal. Und was ganz spannend ist, das Flugdeck. Ich nenne es mal jetzt einfach Flugdecksabschnitt im Heck. Der lässt sich sogar abnehmen und da können wir dann in den Innenraum schauen, wo auch die Boote mit zu sehen sind. Ansonsten ja, drehende Propeller, die Schiffsschrauben bzw. ein Ruder, welches sich ebenfalls bewegt. Wir haben 21 cm in der Höhe, 15,5 in der Breite und insgesamt 1,5 m in der Länge von diesem Modell. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hier wieder einen Metallrumpf haben werden. Ja, da ist es soweit zum Schiffchen. Sieht schon, muss man ja sagen, schon sehr imposant aus. Muss man ganz klar sagen, von vorne, von hinten, ne, schön breit, kann man sagen, also ein bisschen wuchtig das Ganze. Und ja, so soll das Modell dann aussehen. Hier auch nochmal von hinten. Also für alle Militär- oder Kriegsschiff-Liebhaber ist das mit Sicherheit etwas, auch wenn es ja nicht aus Deutschland kommt, sondern hier aus Japan. Und auch hier natürlich wieder per Fernsteuerung später dann bedienbar. Ja, ansonsten natürlich normal Themen. Ah, hier tatsächlich. Da gibt es so ja, sieht aus wie so eine Art Sonnensegel, aber tatsächlich sollen die mit bei sein. Na gut, okay. Und ja, verschiedene Themen natürlich wieder zu lesen, wenn man es lesen könnte. Und auch schon eine Vorschau auf die Ausgabe 2, nämlich der erste von drei Geschütztürmen, Drillingstürmen, die wir mit den ersten Details ausstatten werden. Das gibt es in Ausgabe 2. Ja, hier haben wir sie auch schon, die Musashi. Hier noch ein bisschen Werbegeschenke mit dabei. Das ist jetzt die erste Ausgabe. Ja, kennen wir alles, gerade schon erzählt. Und dann haben wir auch schon die ersten Bauteile, die wir uns gleich im Detail anschauen müssen. Wir müssen aber den Flieger bekommen wir zusammenbauen. Und das erste der beiden Katapulte wird ebenfalls zusammengesetzt. Ansonsten Backstory, wie schon gesagt, und eine Vorschau auf die Ausgabe 2. Und ja, das ist es, was wir hier in dieser Serie haben werden. Dann machen wir mal eben auf und schauen uns mal die ganzen Teile an. Beziehungsweise wieder ein großer Blister. Ich finde das ja, die Vermarktung, so wie das in Handel kommt, schon sehr, sehr cool, muss man ja ganz klar sagen. Also diese Aufmachung. Ich finde sie extrem geil und finde es jedes Mal schade, dass Hachette da mit solchen riesen Pappen immer daherkommt. Das wirkt doch gleich ein bisschen kompakter und schöner, das Ganze. Aber vielleicht kann man es dann nicht mehr als Zeitschrift hierzulande betiteln. Ich weiß es nicht, obwohl man ja die Zeitschrift da drin hat. Egal. Ja, hier nochmal ein bisschen Werbegeschenke. Hier gibt es aber, glaube ich, auch eine Vorschau auf die Ausgabe 3. Genau, da. Da gibt es dann auch schon die allerersten Rumpfteile und einen kleinen Drillingsturm, der ebenfalls mit von der Partie ist. Gut, ja, das soweit dazu. Und jetzt schauen wir uns doch mal diese Teile an. Es ist, wie gesagt, nicht so viel zu tun in dieser ersten Ausgabe, weil es eher auf die, hier in dem Fall jetzt auf die Größe ankommt, die ein bisschen imposanter ist. Wir reißen das mal auf. Halbwegs erfolgreich. Schauen wir mal rein. So. Schauen wir mal rein, was wir kriegen. Und wir kriegen ja den ersten Abschnitt vom Flugdeck. Ich weiß nicht, ob der so gebogen sein soll. Ist ein bisschen gebogen, das Ganze, wie man sieht.
Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Ansonsten habe ich ein ziemlich blödes Exemplar bekommen. Aber es gibt auch komische Töne von sich, ehrlich gesagt. Wirkt ein bisschen, naja. Aber vielleicht hat das auch seinen Sinn. Wobei, das sieht alles ziemlich glatt aus. Also, man wird sehen. Oder ob ich eine blöde Ausgabe bekommen habe, wo das ziemlich gewellt ist. Ja, und ansonsten, achso, ist alles ein bisschen fest drin hier. Aha, hier kann man es öffnen. Auch schick. Hier haben wir dann unseren ersten Flieger, der übrigens aus Plastik ist. Merke ich gerade. Da gab es ja auch schon mal was Besseres von Stichwort Akagi. Ne? Da hatten wir ja schon mal was Besseres. Da sind ja alle Flieger aus Metall gewesen. Hier haben wir dann noch ein Rotorblatt. Und dann haben wir hier den Gussast für das erste Katapult. Einmal oder so ein kleiner Gummiring, der wieder mit so einem Klebedings dran ist, den man wunderbar abbekommt von der Pappe. Von der Pappe ist schon vom Plastik. So, jetzt können wir uns den einmal hier rausnehmen. So, dann kann das Plastik weg. Und dann gucken wir uns mal den Flieger im Detail an. Das ist er, der erste. Aber wie gesagt, nur aus Plastik. Puh, schade, ehrlich gesagt, dass der nur Plastik ist, weil wir haben ja schon andere gesehen. Ja, die ganzen Metallflieger von der Akagi. Na gut, aber wir sollen uns auf jeden Fall ein bisschen Klebstoff daher nehmen. Und dann ein bisschen festkleben. Wir haben nämlich diese... Muss man eben gucken, wie das sein soll. Die Anleitung hilft auf jeden Fall, wie hier diese unteren Elemente dann dran gesetzt werden sollen. Genau, die Abschrägung geht immer nach innen, das heißt, das wird diese Seite sein. Genau, und dann machen wir das eben fest. Ist ja nichts Weltbewegendes. Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Kleber. Dann setzen wir das einmal hier ran. Zack. Und das gleiche nochmal. Ist nicht die Welt, was wir hier machen müssen. Da ein bisschen zielen. Das Ganze so. Dann haben wir schon mal die beiden Schlitten mit dran. Und dann kommt ganz vorne einfach nur so drauf gesteckt. Der braucht nicht festgeklebt werden. Dann das Rotorblatt. Zack. Und schon haben wir den Flieger fertig. So sieht das aus. Ja, und dann kommen wir zum zweiten Teil, in dem wir hier jetzt einmal das Katapult, das erste von zwei Katapulten hier raus knipsen. Einmal. Und zweimal dazu dieses mittlere Stück. Und hier noch so einen ganz, ganz, ganz kleinen Ring. Der gehört auch dazu. So, damit ist der auch leer. Und dann können wir eben schauen, dass wir das zusammensetzen. Und zwar sollen wir an dem etwas breiteren Stück, ich tippe, das wird der hier sein, genau, ganz vorne ist ein Pin. Da kommt dieses Rad drüber. Soll anscheinend nur drüber gesteckt werden. So. Haben wir. Vom Kleben sieht das nicht danach aus. Dann kommt dieses Stück hier in die Mitte mit rein. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den richtig einsetzen. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich gucken, wie rum das soll. Schwierig zu erkennen. Irgendwie soll das schon so hier hinkommen, aber wahrscheinlich kommt das hier rein. Das kann sein. Ah ja, genau, es kommt, wird hier reingesetzt. So kommt das hier mit hinein. Die ganze Geschichte.
Und dann kommt die andere Hälfte mit dazu. Die soll aber verklebt werden. Deswegen machen wir mal so kleine Klebepunkte hier an die Pins. Und dann sollen wir die Teile zusammenstecken. In der Hoffnung, es fügt sich gut zusammen. Also hier vorne ja, im hinteren Bereich, ja, das wälzt sich leider wieder auf. Was natürlich doof ist. Deswegen so ein bisschen mehr hier an die Flächen mit ran, dass wir das so zusammendrücken können. So ergibt das schon mal mehr Sinn. Ja, und dann kommt nur noch hier ein Gummiring drüber. Über diese Basis, das nicht nur die Teile zusammenhält, sondern auch für die passende Bewegung sorgt. Und der wird dann hier mit eingesetzt. Das ganze Stück. So. Und ihr seht, das ist durch den Gummiring weiterhin beweglich. Und ich denke mal, dass dann hier das Flugzeug man hier so draufsetzen könnte. Naja, so wahrscheinlich nicht so richtig. Aber das Flugzeug würde dann so dazu kommen. Ja, und das ist es schon gewesen. Der erste Flieger sitzt und hier das Flugdeck, das Flugdecksabschnitt, sage ich mal, ist mit dem ersten Katapult ausgestattet worden. So sieht das Ganze aus. Ich wundere mich, wie gesagt, über die extreme Wellung des Decksteils hier. Das sieht sehr, sehr gewellt aus, ne? Sieht man hier. Ne? Keine Ahnung, ob das so soll. Das hat auch, ich weiß nicht, ob man das hört. Hört man dieses Knistern? Das ist ganz merkwürdig irgendwie. Ob sich das irgendwie verzogen hat, tatsächlich. Aber soll mich nicht kümmern bei dem Weiterbau oder uns nicht kümmern. Ich wollte es ja eigentlich euch einfach nur präsentieren, dieses Modell. Aber ja, das wären die ersten Abschnitte nach dieser ersten Ausgabe. Ja, ihr Lieben, und das waren sie auch schon, die ersten Bauschritte für die Musashi. Wir haben den hinteren Teil vom Deck bekommen, wo das erste Katapult mit drauf sitzt. Oder ein Schleuderschlitten, wie man es nennen möchte, keine Ahnung. Und ja, der erste Flieger ist ebenfalls mit von der Partie. Das ist es für die erste Ausgabe und auch für diese Vorschau gewesen, beziehungsweise einfach eine Vorstellung, nenne ich es mal so, von diesem Projekt, welches jetzt seit kurzem in Japan erhältlich ist, die Musashi. Wie gesagt, in der zweiten Ausgabe wäre dann der erste Geschützturm dran, beziehungsweise in Ausgabe 3 dann die ersten Rumpfteile und der erste mittlere Geschützturm, der dann als nächstes kommen würde. Aber nicht für mich, wie gesagt, das ist ein Modell, welches ich mir nicht holen möchte, da ich aktuell noch gut ausgelastet bin, auch finanziell ausgelastet bin mit der ganzen Japan-Geschichte. Die Akagi ist in den letzten Zügen, zum Glück. Und dann haben wir noch die Arcadia und das Patrolship. Das reicht vollkommen. Und jetzt noch ein viertes Projekt ranholen, dieses hier, und das Ganze noch mal länger weiterlaufen lassen. Nicht unbedingt, es ist auch nicht immer einfach, aus Japan die ganzen Teile ranzuholen, und sie sind halt sehr, sehr teuer. Da muss man schon mit umgerechnet 20 Euro pro Ausgabe, wenn nicht sogar einen Ticken mehr, ausgehen, wenn Versand- und Zollkosten mit da reingerechnet werden. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, das war es soweit für heute. Lasst gerne mal eure Meinung zu diesem Modell in den Kommentaren. Da wäre es was für euch, beziehungsweise wäre das etwas für den deutschen Markt, auch wenn es ein japanisches Modell ist, wo Schiff ist. Lasst es mich gerne wissen, beziehungsweise dürft ihr es gerne mal in die Kommentare dazu schreiben, was ihr zu diesem Projekt sagt. Für heute sind wir durch. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Kanalabo genauso, würde mich sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Bis es dann soweit ist, euch allen ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Weiterbauen eurer Projekte natürlich. Und bis zum nächsten Mal.